Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, einer Route über Lavandia. Wie man hier sehen kann, Route 10. So, und hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Trainer, wenn ich mich nicht irre. Da unten ist zum Beispiel einer. Aber ich glaube, hier rechts muss auch noch einer sein. Ja, genau. Eigentlich sind hier mehr. Aber anscheinend hat die alle rausgenommen. Okay, er lacht mich einfach nur aus, ohne Grund. Okay. Toller Start in die Folge. Lacht doch einfach ein 10-jähriges Kind aus. Einfach, weil er durch eine Höhle gegangen ist. Okay. Hat ein Machomai. Oh, okay. 35 Machomai. Not bad. Aber nicht gut genug, mein Freund. I'm gonna die. Komm, One-Hit. Komm schon. Wir haben einfach wirklich One-Hitted. Wow, also Obot ist viel besser geworden auf jeden Fall. Hahaha, ach so, der wollte nur husten. Ach so. Ich habe Heuschnupfen. Okay, seltsamer Typ. Und hier sind wir direkt schon da. Ah, nur die beiden, okay. Du magst Pokémon, nicht wahr? Ich auch. Wow. Wir haben so viel gemeinsam. Was hat der für ein Pokémon? Ein Morlord. Ja, Morlord ist schon ziemlich cool. Muss zugeben. Hab jetzt nichts gegen Morlord. Aber ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht zu meinem Lieblings-Pokémon zählen. Ist ganz cool. Ist halt die Weiterentwicklung vom Türknaller, ne? So, da ist er weg. Ich gebe zu, ich habe verloren. Sieh nur, was du meinen Pokémon angetan hast. Das werde ich dir nie verzeihen. Okay. Interessiert mich das? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt sind wir in Lavandia. Die liebliche lila Farbe in der Stadt. Naja, also lila Farben ist eigentlich nur dieses Dach. Und Lavandia, für die, die es nicht wissen, ist eine Geisterstadt. Es ist unabdingbar. Was ist das für ein Wort? Schutz bei sich zu haben, wenn man Höhlen erkundet. Obwohl ich Höhlen sehr gerne erforsche, habe ich noch nicht alle erforscht. Ja, viel Spaß, alle Höhlen auf dieser Welt zu erforschen, du. Ich habe von einem Kunstschmied gehört, der maßgefertigte Pokebälle in Azalea Yoto herstellt. Ich wünschte, ich hätte auch welche. Bälle. Ja, okay, mehr brauchen wir hier nicht. So, und jetzt können wir kurz mit ihm reden. Der Intendant der Radiostation war hoch erfreut. Er sagte, sie seien wieder auf Sendung, weil das Kraftwerk wieder einwandfrei arbeite. Cool. Es gibt eine Musiksendung im Radio, die Melodien auf der Pokéflöte sendet. Ach ja? Ah, dein Radio braucht ein Zusatzset, damit du das empfangen kannst. Ja, das ist das. Das ist der Grund, warum wir überhaupt hier in Lavandia sind. Im Norden von Lavandia ist der Felstunnel. Er führt zum Kraftwerk. Ja, die geben nochmal einen Tipp, dass du hier nicht weiterkommst, solange du noch nicht das Kraftwerk hast. Schon klar. Waisenhaus für Pokémon von Lavandia. Wow, wie nett. Mit einer Pokéflöte weckst du schlafende Pokémon. Jeder Trainer muss das wissen. Ja, oder halt mit einem Aufwecker, aber das funktioniert halt nur, wenn du das Pokémon besitzt. Es gibt kaltherzige Menschen, die einfach ihre Pokémon im Stich lassen. Großvater nimmt die armen, heimatlosen Pokémon auf und sorgt für sie. Boah, wie nett. Wo ist denn der? Hier wohnt Mr. Fuji, aber er ist jetzt nicht zu Hause. Er müsste in der Ruhestätte sein. Und dann müssen wir mal vorbeischauen. Oh Gott! Taubsi, okay. Nido! Nidorino, cool. Quack, quack! Ein Anton. Okay, Anton sieht irgendwie am bedrohlichsten aus von den dreien. Und dabei ist es halt nur der freaking Ente. Hi. Die Leute kommen von überall her, um den Seelen dahingegangener Pokémon Respekt zu erweisen. Ruhestätte. Mögen die Seelen der Pokémon hier in Frieden ruhen. Oder will ich gleich mal rein? Hier ist eine. Eine NPC. In Kanto werden viele gute Radioprogramme gesendet. Na, so viel habe ich jetzt aber nicht empfangen können. Lavandia ist eine ruhige kleine Stadt am Fuße der Berge. In letzter Zeit ist es durch den Bau des Radioturms etwas geschäftiger geworden. Okay.
Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich einen Namen bewerten? Nö. Okay, du kannst mich immer besuchen. Ja, hier kann man seinen Namen ändern, wenn man will. Und hier ist die Ruhestätte. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Voll traurig hier. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. Die Pokémon, die bei mir lebten. Ich hatte sie so lieb wie meine Enkelkinder. Oh. So, willkommen. Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt und Liebe aufzuziehen. Solche, die Pokémon verehren, zollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt. Bekunde bitte dein Beileid für die Seelen der dahingegangenen Pokémon. Ich bin sicher, das macht sie glücklich. Ja, kann man mit den Grabstätten irgendwie reden? Nee. Okay, wir stehen ja einfach mal rum. Am Namen des Vaters. Und all das. Okay. So, ich glaube, dann gibt es noch eine Sache, die wir erkunden müssen. Und das ist dieses Gebäude, dieses riesige Gebäude hier. Kanto Radiostation. Deine Lieblingsprogramme zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber... Oh, lol. Moment, haben die aber was geändert? Ich habe schon lange keinen Gen 2 mehr gespielt. Deshalb wundert mich das gerade, dass hier unten einfach so die Grabstätte ist, so winzig. Und hier oben ist einfach ein Radioturm. Ich dachte eigentlich, der Radioturm wäre besessen von Geistern, aber... Das war wohl nur im ersten Spiel so, in Rot und Blau. Viele Pokémon arbeiten sehr hart im Radioturm. Sie müssen ihr Bestes geben für eine gute Sendung. Okay. Willkommen, schau dich auf dieser Etage ruhig um. Mach ich. Oh, dann bist du Mike, der das Problem mit dem Kraftwerk gelöst hat. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist mein Lebensretter. Denn wegen Corona kann ich wirklich gar nichts mehr machen. Zum Dank gebe ich dir das hier. Ein Zusatzset. Okay. Damit kannst du die Brani-Programme in Kanto empfangen. Okay, dankeschön. Ja, damit kommen wir dann weiter. Cool. Hi, mein Freund. Ich bin der tolle Musikredakteur. Ich bin derjenige, der diese wundervollen Melodien auf Sendung bringt. Sei so frei und lausche der schönen Melodie. Ja, ich mag die Melodie in diesem Spiel. Sehr schön, schön, sehr. Sehr schön. Das ist leider nur das Erdgeschoss erkunden. Seit der Radioturm-Idiote von einer Verbrechergang besetzt wurde, mussten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Ja, hätte man eigentlich auch vorher machen müssen. Aber wie auch immer. Ja, und mehr gibt's ja nicht in der Stadt. Ich dachte eigentlich, man müsste ein bisschen den Geisterturm erkunden, vielleicht von den Geistern retten, aber das war alles nur in Rot und Blau. So, und nun haben wir im Pokécom mehr Radioempfänger. Ja, was können wir jetzt alles aussuchen? Was haben wir jetzt alles? Wir haben... Nichts, immer noch nichts. Wow, cool. Gar nichts. Oh, hier. Ort und Person. Moderiert von... DJ Lilly. Top 4 Koga ist frühreif. Leiter Falk ist okay. Route 16 ist frühreif. Ja, okay, juckt. Lasst uns singen Fabian Pokémusik mit DJ Fabian. Es ist Montag. Entspann dich beim Pokémon Schlaflied. Okay. Und hier ist die Pokéflöte. Übrigens, wenn man jetzt irgendwas hier anlässt, dann bleibt das einfach an die ganze Zeit. Finde ich ziemlich cool. Außer halt, man wechselt den Ort, dann nicht mehr. Ja. Cool. Eine Antiparabäre, warum nicht? Habe ich gerade noch so gesehen. So, was wir jetzt machen werden? Glaube ich ziemlich offensichtlich. Ah, ich habe bloß eins am Team. Ich wollte mit Lugia wegfliegen. Denn ihr wisst noch, als wir das erste Mal bei Kanto waren. Also nachdem wir das Spiel durchgespielt haben, so gesehen. Als wir dann in Urania City waren. Da gab es da rechts ein großes, fettes Pokémon, was uns nicht durchgelassen hat, was am Schlafen war. So, ihr könnt euch jetzt sicher denken, was wir nun machen werden. Denn wir können da jetzt mit dieser Pokéflöte in unserem Pokécom durch. Und somit in den finalen Bereich kommen von Kanto. Dafür muss ich erstmal den Weg nach unten finden. Habe ich schon gerade gefunden. Hier, das Fuchshörnchen. Ja, warte, wo war das denn?
Hier, bleib. Da muss erstmal rausfinden. Okay. So, und jetzt gehen wir rechts zum Relaxo. Und können es aufwecken, um weiterzukommen. Du wisst schon, dieses Relaxo. Relaxo schläft friedlich. So, einfach die Melodie anmachen im Pokécom. Zack. Und dann reden. Das war's. Der Pokécom wird in der Nähe des schlafenden Relaxos platziert. Relaxo ist aufgewacht! Geiler Sprite. Dieses Smirk-Gesicht von ihm. Das sieht so ein bisschen so aus, als wäre ein Auge so ganz leicht offen und das andere zu. Seht ihr, was ich meine? Oh, Level 50. Okay. Das wird ein guter Kampf hier gegen Relaxo, denn Relaxo ist ein guter Tank. Wie man sehen kann. Relaxo ist der Tank. In Person. Er hat Überreste. Oh, kommt Toxin. Yes, es trifft. Oh, der Toxin ist so eine nice Attacke. Ja, und wenn wir dann durch die Höhle kommen. Ja, jetzt erholt er sich. Vielleicht hat er noch Schlafrede. Schön mit Hyperstrahl kombiniert. Kombinationiert. Was habe ich? Keine Ahnung. So, okay. Bei dem Groß-Pokémon. War auch selber ein Groß-Pokémon. Lugia! Wir brauchen dich! Er schläft einfach weiter. Baum, 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 baum. Luftstoß! Runden rein! Bam! Okay, das macht nicht so viel Damage. Ich meine, was da war, es ist ein Relaxo. Überreste ist halt ein Item, was man Relaxo geben kann. Oder allen Pokémon eigentlich geben kann. Und das heilt halt jede Runde ein bisschen Leben auf. Und das ist eigentlich eine sehr gute, ein sehr gutes Item, finde ich persönlich. Oh, das Problem ist jetzt halt gerade, dass er wieder aufgewacht ist. Und wenn er jetzt einmal wieder Erholung ersetzt, ist er komplett voll. Okay, noch macht das nicht. Vielleicht kill ich ihn schon. Komm schon, komm schon. Na, komm. Yeah, Volltreffer sogar. Und so haben wir ihn besiegt. Ja, das war die einzige Chance zu spielen, Relaxo zu fangen. Ich hab's verkackt, aber ich wollte sowieso nicht fangen. Dickdas Höhle. Ich hab grad Dickers Höhle gelesen. What the fuck? Oh, hi. Einige Dickdas sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Ich habe mich erschreckt. Cool. Voll ruhig hier. Wo dunkel. Sehr entspannende Höhle. Ja, oder gibt's einfach nur Dickdas und Dicktries? Mehr gibt's ja nicht. Wo ist jetzt? Dickdas Höhle. Oh, die Musik? Die kommt mir doch bekannt vor. Nein, ich brauch's der Schneider. Ah, das kotzt mich so an. Ich brauch für alles der Schneider. Ein Carbon. Gibt's hier oben? Okay, cool. Ja, ohne Zerschneider kommen wir hier nicht weit. Nein, nein, nein. Hi, ich bin froh, dich zu sehen. Mich hat schon lange Zeit niemand mehr besucht. Ich bin überglücklich, das hier ist für dich. Wow, ein Nugget. Das ist ein Nugget. Ich kann dir keine weißen Ratschläge mitgeben. Das hier muss ausreichen. Ja, danke, schätze ich. Okay, ich schätze, ich muss dann wohl kurz Knofensa wiederholen. Yeah, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Höhle. Woo! So, ich habe jetzt Knofensa geholt. Und warum geht das? Warum kannst du mit dem Fahrrad vor allem auch die Treppen hoch? Warum geht das alles hier? Na egal. So, man kann da längs lang, aber hier unten gibt es nämlich noch ein Geheimnis. Und deshalb will ich das hier kurz abholen. Was auch immer hier unten ist. Irgendein Item bestimmt. Yeah, woo, woo. Oder so. Was gibt's denn hier? Bist du Mike? Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Professor Eichs Labor ist gleich hier in Alabastia. Moment, das führt zu Alabastia? Moment mal. Oh, tatsächlich. Okay. Hier wollen wir noch gar nicht lang. Aber das Elixier nehme ich natürlich mit. Warum nicht? Warum sollte ich das nicht mitnehmen? Ja. Hier müssen wir dann später lang. Ich wusste auf jeden Fall, dass da dieser Typ ist. Aber ich wusste halt nicht, dass es da wirklich auch schon lang geht. So, und zwar wollen wir eigentlich hier hoch. Yeah.
Wenn du mit Shorts im hohen Gras läufst, bekommst du dann Schrammen an deinen Beinen? Kannst du es ja selbst ausprobieren? Ich weiß es jetzt selber nicht. Bibor, Level 30, okay. Interessant. Sehr interessant, aber wahrscheinlich One-Hit. Ja, ist One-Hit. Cool. Noch ein Bibor. Cool, interessant. Okay, noch ein Bibor. Alle Level 30, cool. Level 44, cool, warum nicht? Au. Sie stechen, wenn du ein Bad nimmst. Okay. Und nun? Willkommen in Marmoria City! Für die, die nicht wissen, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier. Dicta Höhle war nämlich irgendwo hier. Und die hat dann nach rechts angeknüpft. Und jetzt sind wir hier. Und was wir als nächstes machen werden, ist nach rechts gehen. Richtung Azuria City, damit wir alles hier erkunden. Und danach können wir das hier alles erkunden, was da unten ist im Wasser. Und dann haben wir eigentlich schon alles durch. Das war's dann. Nachts spielen Bibis beim Mondberg. Aber nicht in jeder Nacht. Das ist wahr. Ich mache gerne ein Nickerchen, während das Radio läuft. Mach das. Schön, dass sich ein bisschen verändert. Ich finde übrigens die Pokémon Center und die Poké-Märkte finde ich so hässlich in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht wieso. Ich finde einfach, die sehen nicht schön aus. Die meisten Pokémon werden schläfrig, wenn Pummeluff singt. Manche Attacken kann man nur anwenden, wenn ein Pokémon schläft. Okay, ich glaube, im Originalspiel singt er sogar fein. Schade. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du einen Duffler hast, tauschst du es gegen meinen Galopper? Das ist auch keines. Das ist wirklich enttäuschend. Tut mir leid, Bro. Ja, und die Pokémon-Arena auf der Zinnober-Insel ist verschwunden. Das finde ich merkwürdig. Ja, ich telefoniere. Lass mich in Ruhe. Sorry. Zinnober-Insel. Okay. Da müssen wir mal hin. Marmoria City. Eine steingraue Stadt. Naja, also für mich sieht sie gerade ziemlich grün aus. Dann kann man hier hoch? Ja, kann man. Hier gibt es, glaube ich, Items. Bin ich mir sicher. Gab es irgendwo mal ein Item? Ah, ich kenne mich aber nicht aus. Ah, mit der Anspiel kenne ich mich nicht so gut aus. Das ist das Problem. Ich habe sie nicht so oft gespielt wie die DS-Teile. Oh, du bist den ganzen Weg von Johto bis hierher gekommen? Das weckt Erinnerungen. Als ich noch jung war, habe ich in Johto auftrainiert. Du erinnerst mich an mich selbst als junger Mann. Ja, ich möchte, dass du dieses Item, das ich in Johto fand, behältst. Eine Buntschwinge, was ist das denn? Was ist eine Buntschwinge? Ist das eine TM? Oh Leute, ist hier was? Mystische Regenbogen für... Leute, heißt Buntschwinge? Ich dachte, ja, ist anders auf Deutsch. Okay, ich weiß auf jeden Fall, welches Item das ist. Machen wir bestimmt mal eine Bonus-Episode mit dem Item. Das ist nämlich, ein kleines Event. Hier ist eine Nachricht. Souvenirladen am Mondberg. Jetzt geöffnet. Oh, da möchte ich hin. Aber erstmal sollten wir die Arena hier abschließen. Ja, in dieser Stadt gibt es eine Arena. Die machen wir dann direkt am Anfang nächster Folge. Warst du schon in der Pokémon-Arena von Marmoria City? Der Leiter dort verschwendet. Verschwendet Gestein-Pokémon. Ja, der verschwendet ganzen kleinen Steinchen. Ganzen Georox und so. Schmeißt er gegen uns. Aber es tut halt nicht weh, weil wir sind OP. Nidoran, schüttle! Na, also auf jeden Fall schüttelt er seinen Kopf. Nido! Cool. Oh, gibt's eine Beere? Nein, eine Eisbeere, die juckt mich nicht. Ist denn eine Beere? Eine Minzbeere, die juckt mich genauso wenig. Hier gibt es doch bestimmt ein Item, das könnt ihr mich erzählen. Keine Ahnung. Hier ist eine Nachricht. Marmorias Museum der Wissenschaft ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Oh. Schade, das wollte ich eigentlich noch in dieser Folge machen, aber das gibt es nicht. Where, I cry every team.
Pokémon-Arena von Marmoria City. Leitung Rocco, der felsenharte Pokémon-Trainer. Und hier machen wir dann ab der nächsten Folge weiter. Denn hier gibt es anscheinend nur noch einen einzigen Trainer. Die haben den anderen hier anscheinend weggemacht. Ja, der meinte halt, 10 Lichtjahre zurückzukommen oder 10 Lichtjahre, bis er wieder hier arbeiten kann.